Was für eine Kulisse! Die Lage am Rande der Alpen ist malerisch. 2015 wurde Schloss Elmau schlagartig weltbekannt, als der G7-Gipfel hier zum ersten Mal tagte. Jetzt treffen sich Staatshäupter der wichtigsten Industrienationen erneut hier. Es gibt kaum einen Ort in Deutschland, den sie so gut schützen können wie Schloss Elmau, der so abgeschieden ist und trotzdem nicht so weit weg von allem. Ja, man kommt ja leicht hierher von München. Das Haupthaus von Schloss Elmau ist gut 100 Jahre alt und hat 115 Zimmer und Suiten. Wesentlich jünger ist das Nebenhaus mit seinen 47 Suiten. Praktisch ein Hotel im Hotel. Der Name Retreat, Rückzug. Ideal für den G7-Gipfel. Die Suiten der Staats- und Regierungschefs sind quasi identisch. So wird niemand benachteiligt und auch die Aussicht auf das Alpenpanorama können alle genießen. Insgesamt gibt es 9 Restaurants. Das Luce d'Oro ist mit 2 Michelin-Sternen ausgezeichnet. Also die Basis, da komme ich auch her, ist die klassisch französische Küche. Aber man muss sich halt wesentlich leichter vorstellen. Also wir verarbeiten total wenig Butter und es ist halt wirklich so ausgelegt, dass man auch problemlos mal 7-8 Gänge essen kann, ohne dass man sich danach total erschlagen fühlt und dass es wirklich dann auch noch Spaß macht. Das 8-Gänge-Menü kostet übrigens 249 Euro. Und diese Junior-Suite gibt es für etwa 700 Euro die Nacht. Die Gäste kommen vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, aber auch aus Großbritannien und den USA. Mit dem nötigen Kleingeld kann man hier total abschalten, auch von der großen Weltpolitik, wenn nicht gerade G7-Gipfel ist.